Heute nennen wir noch Voraussetzungen für die Gültigkeit der Ibadah. Gültigkeit in der Scharia. Das heißt, diese Bedingungen, die ich jetzt nenne, die beziehen sich auf die zweite Definition. Ne? Wir haben die erste genannt im allgemeinen Sinne, hinsichtlich der Bedeutung des Infinitivs. Und dann haben wir gesagt, die zweite, das ist die schariatische Bedeutung, also die Ibadah in der Scharia selbst. Und daher diese Bedingungen, die wir jetzt nennen und Beschreibungen, die beziehen sich nur auf die zweite. Die Bedingungen für die Gültigkeit der Scharia, der Ibadah sind zwei. Die eine Bedingung ist der Al-Ikhlas und die zweite Bedingung ist die Al-Mutaba'a. Al-Ikhlas bedeutet die Aufrichtigkeit in der Absicht, dass man mit der Handlung nichts anderes als Allah Ta'ala, als die Annäherung des Allah Ta'alas beabsichtigt. Da in diesem Bezug sagt Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ. Und ihnen, den Ahlul Kitab, hier ist die Rede von Ahlul Kitab, wurde nichts anderes anbefohlen, als dass sie Allah Ta'ala mit Ikhlas anbeten. Mukhlisin. Die Ibadah soll im Zustand des Ikhlas stattfinden. Ikhlas bedeutet sprachlich, wenn man das genauer verstehen möchte, weil ich persönlich finde, das Wort Aufrichtigkeit ist ein bisschen was man darunter verstehen soll, ist ein bisschen unklar. Das Wort Al-Ikhlas in der arabischen Sprache, unabhängig jetzt von der Ibadah, bedeutet, dass man Dinge, die zum Beispiel in einer Flüssigkeit beigemengt worden sind, also die nicht zu ihr gehören, dass man sie wieder herausfiltert, dass man diese Flüssigkeit klärt und säubert von allem, was nicht dazu gehört. Das ist der Ikhlas sprachlich. Und wenn man das begreift, versteht man auch so ungefähr, was damit in der Ibadah gemeint ist. Die Ibadah ist ein absolutes, exklusives Recht Allah Ta'alas. Und jede Form von Trübung und Beimengung muss hier herausgefiltert werden. Und diese Herausfilterung, dieser Prozess des Filterns, das nennt man Ikhlas. Das ist der Ikhlas. Wir hatten in den vorherigen Unterrichten schon mal erwähnt, dass nicht alles, was den Ikhlas betrübt, gehört zum Riya. Das ist nämlich eine wichtige Sache. Aber alles, was den Ikhlas betrübt, verringert den Wert der Ibadah. Das steht außer Frage. Nur nicht jede Betrübung, jede Vermengung lässt die Ibadah hinfällig werden. Denn das Hinfälligwerden, das wird nur in Bezug auf den Riya erwähnt. Wie es in dem Hadith vorkommt, in dem der Prophet sagte, man amila amalan, ashraka ma'ya fihi ghayri, taraktuhu wa shirkahu. Wer eine Handlung ausführt, in der er mir etwas beigesellt, hier ist ihm gemeint im Sinne des Riya, den lasse ich, und seine Handlung. Das heißt, sie ist nicht für mich gedacht und ich habe keinen Anteil daran. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, Allah Ta'ala spricht auf die Ahlul Kitab übrigens hier an und sagt, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, und dass sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Und das ist der geradlinige Dien. Das heißt, die Ahlul Kitab waren auch von diesen Anbetungen angesprochen. Waren sie aber identisch mit dem Salah bei uns und der Zakat in der Scharia des späteren Islams, sage ich mal, oder des Islam al-Muhammadi, dem mohammedanischen Islam, die Scharia, mit der Prophet gekommen ist? Das muss natürlich nicht sein. Das muss nicht sein. Wobei man auch erwähnen muss, dass das Wort Al-Zakat im Koran
Al-Zakah im Koran auch für etwas anderes benutzt wird. Nämlich für die Läuterung der Seele. Die Läuterung der Seele. Und zur Läuterung der Seele gehört an allererster Stelle die Läuterung vom Schirk und seinesgleichen. Deswegen sagt Allah Ta'ala über die Kuffar, الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. Jene, die nicht die Zakat geben und die Akhira verleugnen. Dieser Vers ist ein mekkanischer Vers und in Mekka gab es keine Zakat im Sinne des Vermögens. Von daher kann hier nur gemeint sein, die Zakat der Seele. Das heißt, die sich nicht läutern vom Schirk und derartigen. Die zweite Bedingung ist das Einbeziehen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Ausführung der Ibadat. Das heißt, die Ibadat müssen angepasst werden an sein Beispiel, an sein Vorleben. Daher sagt der Prophet sagt Allah Ta'ala: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Was euch der Prophet gibt, das nehmt, und was er euch verbietet, dem enthaltet euch. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Fürchtet euch vor Allah, habt Taqwa vor ihm. Und dann begründet er das, warum. Er sagt: إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, weil ich Allah ist streng im Strafen. Ja. Das sind die zwei Voraussetzungen der Al-Ibadah. Auch der Koran spielt an anderen Stellen darauf hin. Also jetzt haben wir zwei Verse genannt, in denen zwar diese zwei Bedingungen explizit genannt werden, aber es gibt auch Verse, in denen beide zusammen an einer Stelle genannt werden. Auch wenn das nicht so ganz explizit ausdrücklich ist, aber man kann das daraus verstehen, wie es auch einige der Salaf getan haben. Beispielsweise in der Aussage Allah Ta'alas: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Der das Leben und den Tod geschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch am besten handelt. Hier ist ganz interessant, er sagt nicht, wer von euch am meisten handelt. Das heißt, der Islam legt nicht unbedingt Wert auf Quantität, sondern mehr auf Qualität. Ayyukum ahsanu amala, wer von euch am besten handelt oder die besten Handlungen vollbringt. Und eine Handlung kann nur als Hasan beschrieben werden, also als eine gute Handlung, wenn diese zwei Bedingungen gegeben sind, wenn damit Allah Ta'ala bezweckt worden ist, wenn es sich um eine gottesdienstliche Handlung handelt und wenn sie der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam entspricht. Dann fehlt eines von beiden, dann nennt man das keine gute Handlung mehr. Das ist eine schlechte Handlung. Das sind die Voraussetzungen der Ibadah. Es gibt aber auch gewisse, das nenne ich jetzt nicht Voraussetzungen unbedingt, in diesem Sinn. Aber es gibt eine gewisse Stimmung, die man haben muss. Eine Stimmung oder eine gewisse Gesinnung. Einen geistigen Zustand, der präsent sein muss, wenn man die Ibadat ausführt und auslebt. Und das hatten wir auch im letzten Dars angesprochen. Und zwar die Liebe, die Furcht und die Hoffnung. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nennt diese in einer Risala, er hat eine Risala über diese Herzensgesinnung geschrieben. Und er bezeichnet diese drei Einstellungen des Menschen oder diese drei Gefühle des Menschen als die Al-Muharrikat. Das heißt, das sind die Elemente, die den Menschen zu einer Handlung bewegen und tragen. Das ist aber in der Realität tatsächlich so.
auch in den alltäglichen, banalen Angelegenheiten des Menschen. Er handelt aufgrund dieser drei Dinge. Entweder tut er etwas aus Liebe, das heißt, er hat eine Leidenschaft dazu, oder er tut etwas, um damit seine Leidenschaft zu verwirklichen und realisieren. Das heißt, da ist eine Zwischenhandlung, die er machen muss, die er bewerkstelligen muss, um zu seinen Leidenschaften zu kommen. Das heißt, er handelt aus Liebe. Oder er macht das aus Hoffnung. Hoffnung und Liebe geht so, treffen sich manchmal in einigen Sachen. Oder er macht das aus Furcht. Er macht eine Handlung aus Furcht. Oder er praktiziert eine Handlung, um sich vor einer Sache zu retten, die zu etwas führen kann, das ihn beängstigt. Das heißt, der Mensch bewegt sich in seinen Handlungen, in seinem Tun immer in diesen Kreisen. Er handelt aus eins von diesen drei Gründen. Und es ist schwer vorstellbar, dass ein Mensch, ein geistig gesunder Mensch, etwas tut, weder aus Liebe, noch weil er sich daraus etwas erhofft, noch aus Furcht. Weshalb macht er es dann? Es ist schwer vorstellbar, dass sowas passiert. Auf jeden Fall die Liebe, die Furcht und die Hoffnung, das sind so die Motoren, die den Menschen antreiben, auch in der Ibadah. Auch in der Ibadah. Und ich hatte im letzten Dars oder vorletzten Dars schon erwähnt gehabt, dass hierbei, das ist ein interessanter Punkt, der Streit der Gelehrten, in dem Streit erwähnen sie immer nur die Furcht und die Hoffnung, was soll mehr Gewicht bekommen. Aber sie haben nicht über die Liebe geredet, zumindest habe ich so etwas nicht gesehen. Und was das deutet darauf hin, dass die Liebe nicht in den Khilaf fällt. Und daher sagten auch einige der Salaf, sie sagten, der Mensch, oder in Bezug auf diese drei Elemente, Liebe, Furcht, Hoffnung, sie sagten, sie sind wie ein Vogel. Die Liebe ist dabei der Rumpf des Vogels. Die Furcht und die Hoffnung sind die Flügel. Furcht und Hoffnung sind die Flügel. Und das, wenn man das mal so bedenkt, die ganzen Elemente, die zum Leben nötig sind, sind nicht im Flügel, sondern im Rumpf oder in dem mittleren Bereich des Körpers. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass der Flügel verletzt ist, ja, nicht mehr zum Fliegen tauglich ist. Aber die Mahabba kann trotzdem weiter existieren, ihn noch ein wenig forttragen. Ja, Allah Ta'ala erwähnt diese Elemente auch einige Male im Koran, zum Beispiel im Kontext von einigen Propheten, Yahya und Zakaria. Allah Ta'ala sagt, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sie, also diese Personen und ihresgleichen, sie eilten zu uns durch die Ausführung der guten Handlungen. Und sie pflegten uns anzurufen, aufzurufen mit Furcht und Hoffnung. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, das wird dann nochmal getrennt. Und sie waren demütig vor uns. Man muss unterscheiden zwischen dem Khushu im Gebet, von dem die Fuqaha sprechen, der eine Bedingung des Gebets ist, und von dem Khushu als ein geistiger Zustand. Oder sagen wir Demut des Herzens und Demut des Körpers. Das Wort Al-Khushu in der Sprache deutet auf etwas wie Stillstand. Stillstand. Oder wenn etwas bewegungslos ist, etwas eine starre Position annimmt. Und wir sehen das auch im Koran in Bezug auf, nicht jetzt auf den Menschen, sondern in Bezug auf den Boden. Allah Ta'ala sagt, wa min ayatihi, annaka tara al-arda khashi'a. Al-ard khashi'a. Fa'idha anzalna alayha al-ma'a, اهتزت
وربت. Und zu seinen Zeichen gehört es, dass du den Boden, die Erde, wie siehst du die Erde? Khashia, im Khushur. Das heißt Khushur. Hier ist die Rede vom dürren Boden, auf dem sich nichts mehr regt und bewegt. Nicht unter dem Boden und auch nicht auf dem Boden. Alles still. Und wenn wir dann das Wasser herabsenden, ihtazzat wa rabat. Ihtazza heißt, dann bewegt sie sich. Die Erde bewegt sich wieder. Und aus ihr, und wächst, daraus gedeiht und wächst Grünzeug. Das heißt, das Wort Al-Khushu hat etwas mit Stille zu tun, mit Bewegungslosigkeit. Und daher, der Khushu im Gebet des Körpers bedeutet nichts anderes als die Stille des Körpers, Bewegungslosigkeit des Körpers. Das heißt, dass man alle Bewegungen, die nicht zum Gebet gehören, auslässt. Das ist eine Bedingung des Gebets, der Khushu des Körpers im Allgemeinen. Was nennen sie auch Tuma'nina? Die Demut des Herzens ist aber Gott sei Dank keine Bedingung des Gebets. Die gehört zu Mustahabbat, also zu den erwünschten Handlungen im Gebet. طيب الله تعالى sagt auch ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Und stellt kein Verderben auf der Erde, richtet kein Verderben auf der Erde, nachdem sie in Ordnung gebracht wurde, und ruft ihn auf in Furcht und Hoffnung.